Frauen, die in der IT-Branche arbeiten, haben es nicht leicht. Oft werden sie mit herablassenden Sprüchen konfrontiert oder schlicht nicht ernst genommen. Viele Frauen schrecken daher vor einem Berufseinstieg in die IT-Welt zurück. Andere lassen sich nicht entmutigen. Myra Laura Wedden will ihre eigenen Webtools für NGOs programmieren und hat dafür einen geschützten Rahmen gefunden. Ein Workshop der sogenannten Rails Girls, einer Non-Profit-Initiative, die Anfängerinnen den Einstieg in die Welt des Programmierens erleichtern will. Ich war letztes Wochenende auf einem Workshop, wo nur 5 von 70 Teilnehmern Frauen waren. Das war wirklich schwierig. Zum Beispiel hat mich ein Teilnehmer an der Bar angegraben und mich am Ende immer nur noch schöne Frau genannt, obwohl ich auch Ergebnisse vorgestellt habe und mein Team mit Auszeichnung beim Workshop gewonnen hat. In den vergangenen Jahren haben sich die ersten neuen Netzwerke von Frauen entwickelt. Trotz oder gerade wegen der widrigen Umstände im IT-Bereich. Frauen programmieren gemeinsam, sie hacken und sie gründen Startups. Es sind immer noch wenige, aber inzwischen organisiert die Community der Rails Girls regelmäßig Workshops. Auch Denise Philipp kam so zum Programmieren. Es waren halt Frauen da, die teilweise auf dem gleichen Level wie ich war, ziemlich neu am Anfang, aber halt dieses gleiche Interesse hatten und allerdings auch die gleichen Hindernisse und die gleichen Fragen und die gleichen Zweifel. Langsam wächst es, das neue Selbstverständnis der IT-Frauen. Trotzdem ist bislang nur jeder 5. IT-Arbeitsplatz von einer Frau besetzt. Das will Jess Erickson ändern. Sie gründete die Berlingee Cats, ein Netzwerk von mittlerweile mehr als 500 technologieaffinen Unternehmerinnen. Gemeinsam mit Partnern wie Google und Facebook versuchen die Geek Cats, den Frauenanteil in der IT zu erhöhen. Personalchefs oder Leiter müssen dem wirklich Priorität geben. Und wenn sie nicht die Frauen finden, die solche Qualifikationen haben, sollten sie sich vielleicht darauf konzentrieren, sie zu schulen oder ihnen einen Mentor an die Seite stellen, damit sie auf dieses Niveau kommen. Ich glaube auch, dass es wirklich wichtig ist, dass Firmen innerhalb ihrer Strukturen Frauen besonders fördern. Je mehr Frauen sie in Führungspositionen haben, desto attraktiver wird es auch für junge Frauen, dort zu arbeiten. Das bringt am meisten für die Anwerbung. Die Partnerfirmen der Geek Cats handeln nicht nur selbstlos. Unternehmen wie Facebook, deren Angebot zu 60% von Frauen genutzt wird, wissen längst, dass sie auch mehr Frauen in ihren Entwicklerteams brauchen. Und die stellen dort keineswegs nur Produkte für Frauen her. Ihre Perspektiven fließen in die gesamte Produktentwicklung ein. Ich glaube einfach, dass wir eine größere Vielfalt bei der Gestaltung von Inhalten brauchen, dass es da ein größeres Gleichgewicht geben muss. Gerade entwickeln definitiv Männer die Online-Produkte für die gesamte Bevölkerung. Ich glaube, dass Unternehmen viel erfolgreicher sein werden, wenn sie mehr Input von Frauen in der Produktentwicklung und im Management bekommen. Wollen Frauen nicht nur Zuschauerinnen sein, sondern Mitgestalterinnen der digitalen Revolution, können sie es sich schlicht nicht leisten, die IT-Welt den Männern zu überlassen. Alles, was wir heute kennen, jeder Offline-Dienst, den wir nutzen, wird langsam aber sicher online gehen. Diese gewaltige Verschiebung findet gerade statt. Ich glaube, dass es zwingend erforderlich ist, dass Frauen ganz vorne an der Spitze dieser Veränderung mit dabei sind. Ob sie nun digitale Dienste gründen oder den Code dafür programmieren. Das ist die Zukunft. Wenn wir da nicht an Bord gehen, werden wir alle ganz schön untergehen. Den Frauen in der IT geht es nicht um eine Sonderbehandlung, sondern um eine eigentlich selbstverständliche Teilhabe. Aber schon in anderen Gesellschaftsbereichen hat man gesehen, von Männern dominierte Strukturen sind nur sehr schwer zu verändern, wenn überhaupt.